Ja, ein herzlich willkommen hier bei Ubi Testet auf dem Kanal. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Es geht um den nagelneuen BMW 3er. Und zwar haben wir hier einen 320 Diesel, aber wir haben ihn nicht einfach so, wie ihn da draußen schon zigmal gesehen habt. Nein, wir haben ihn hier tatsächlich in einer für euch eher interessanteren Ausstattungsvariante. Und warum das Ganze so attraktiv ist, das möchte ich euch vorstellen. Lasst uns den Wagen ein wenig anschauen, lasst ihn uns innen Probe sitzen, vorne sowie hinten, und ein wenig über den Fahreindruck reden. Im Anschluss gibt es natürlich ein Fazit, und ich möchte mit euch da draußen vor allem kommunizieren. Deswegen ist es wichtig, dass ihr Kanal abonniert, mit mir diskutiert unter diesem Video und jetzt natürlich auch dran bleibt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video zum BMW 320d. So, wir stehen hier vor der 7. Produktgeneration BMW 3er Limousine. Und ja, optisch gibt es da durchaus ein paar Punkte, die einem zusagen können oder aber auch wirklich nicht zusagen können. Mir persönlich sagen diese riesigen Nieren hier vorne leider nicht sonderlich zu, muss ich zugeben. Das ist für mich einfach too much. Vor allem dieser Chromrahmen ist für mich einfach zu breit, auch wenn sie schön ausgearbeitet sind. Wir haben zudem hier hinten tatsächlich hier diese Stäbe, die in der Mitte sind, die öffnen sogar. Also wir haben eine aktive Luftführung. Wir haben hier die LED-Scheinwerfer mit erweiterten Funktionen verbaut, die auch einen Aufpreis kosten. Dann haben wir die Advantage Line. Das erkennen wir immer relativ schön hier an diesen mattschwarzen Einsätzen. Dann sehen wir hier die aktive Luftführung am Rad vorbei, die hier drinnen ist. Das heißt, aerodynamisch ist die 3er Limousine deutlich optimiert worden. Das merkt man auch am CW-Wert, der bei 0,23 liegt und wirklich sehr niedrig ist für eine Limousine. 4,71 Meter ist der 3er mittlerweile lang und 1,44 Meter hoch. 1,88 Meter wäre dann tatsächlich die Breite des Fahrzeugs ohne die Außenspiegel. Wir haben hier übrigens 16 Zoll Räder verbaut. Das sind die Standardräder. Ja, optisch wirken sie doch ein bisschen verlassen, würde ich fast sagen, hier am 3er. Am Heck fällt auf, erstens, das ist für mich die absolute Schokoladenseite des neuen 3ers. Gerade diese neuen dreidimensional ausgeformten Rückleuchten, ja, die passen richtig schön. Dann hat man diese L-Form, diese traditionelle, aufgegriffen. Finde ich auch sehr, sehr schön. Man kann sich das hier mal so ein bisschen anschauen. Dann sieht man, wie schön die wirklich ausgearbeitet sind. Also da hat sich BMW durchaus viel Mühe gegeben. Finde ich wirklich toll. Dann hat man jetzt auch beim 320d eine doppelflutige Auspuffanlage. Ja, das ist auch, steht dem Wagen durchaus sehr, sehr gut, finde ich persönlich. Aber wie ist eure Meinung? Wie gefällt euch der 3er? Außen hübsch oder eher weg? In den Kofferraum des BMW 320d als Limousine passen 480 Liter Stauraumvolumen hinein im Standardbereich. Wir haben eine geteilt umlegbare Rücksitzbank im Verhältnis 40-20-40. Die Kopfstützen lassen sich ebenfalls flach legen, sodass eine Sicht nach hinten durch den Fahrer auch ungestört vorhanden ist. Der 1,6 Tonnen schwere 320d darf zudem an die optionale Anhängerkupplung auch 1,6 Tonnen an den Haken nehmen. In den Kofferraum vom Stauraumvolumen passt ein Kinderwagen gut rein. Die Höhe ist natürlich bauartbedingt eher etwas eingeschränkt. Die Ladekante leicht erhöht und die Aussparung ebenfalls etwas schmal. Ich habe Platz genommen hier hinten im Fond des BMW 320d als Limousine und ich bin erstaunt, denn man hat hier echt
verhältnismäßig viel Platz. Das kannte man eigentlich in einem BMW überhaupt nicht, wenn man so ein bisschen die früheren Modelle, so ein i46 angeschaut hat, aus den 2000ern oder davor, da waren diese BMWs doch immer sehr, sehr eng gehalten von ihrem Platz, vor allem im Fond. Das hat sich hier beim neuesten Modell durchaus gewandelt. Insgesamt bleibt es dennoch so ein bisschen, dass man sich so ein bisschen hier hinten eingedreht fühlt, weil ansonsten, wenn man hier so sitzt, da kommt dann schon so ein bisschen die Schulter etwas komisch daher. Dennoch, hinter dem Fahrersitz, 1,78 bin ich groß, den habe ich auf mich eingestellt, habe ich genügend Platz, also da passt noch so eine halbe Faust ungefähr dazwischen. Und dann die Füße passen schön unter den Vordersitz. Wir haben Isofix an den Außenpositionen. Die sind sehr gut zugänglich. Da gibt es eine Kappe, die man nach oben klappt und dann einfach den Sitz hineinschiebt. Reboarder Kindersitze, auch hier bei größeren Fahrern lediglich am besten hinter dem Beifahrer untergebracht. Da hat man dann genügend Platz. Auch die Türausschnitte sind groß genug, um mit klobigeren Kindersitzen auch hier reinzukommen. Vor allem, weil die Tür sehr weit öffnet, fast im 90-Grad-Winkel. Wir haben eine erweiterte Klimaautomatik hier. Wir haben ein Klimabedienteil hier im Fond. Da können wir uns tatsächlich das Ganze noch einstellen. Und was ich sehr begrüße ist, wir haben hier zwei USB-C-Anschlüsse. Okay, USB-C, ich weiß, neuer Anschlusstyp, dauert aber noch ein bisschen wahrscheinlich, bis der Normalmensch da wahrscheinlich drauf kommt. Ich persönlich habe noch kein USB-C, ich muss mit Adaptern arbeiten. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir haben auf alle Fälle zwei USB-Anschlüsse plus einen 12-Volt-Anschluss. Das heißt, da ist genügend Strom für die Kids hier im Fond. Da haben wir noch schöne zwei Leseleuchten. Das ist alles sehr, sehr schön integriert. Haltegriffe haben wir. Die Sitzpolsterung ist sehr, sehr gut. Das heißt, es ist, man sitzt hier wirklich auf einer straffen Bank, aber die ist angenehm ausgeformt. Das Dach hat man nach oben noch so ein bisschen abgeformt. Da ist also mehr als genügend Platz hier für mich mit 1,78. Auch die Kopfstützen lassen sich wirklich weit verstellen. Das ist sehr, sehr schön. Na, man kriegt sie nur kaum wieder runter. Aber gut, das muss ich danach erst einmal gucken. Dennoch, wie gesagt, es sitzt sich hier hinten wirklich außerordentlich gut. Jetzt schauen wir mal, was der Fahrer für ein Gestühl bekommen hat. Ich habe Platz genommen vorne links hinter dem schönen Leder-Multifunktionslenkrad und es sitzt sich hier wirklich äußerst angenehm im 320D. Das Vorteilhafte ist, wir haben hier das aufpreispflichtige Sportsitzgestühl, das sich wirklich mannigfaltig einstellen lässt, manuell zwar, aber bietet durchaus großzügig von den Platzverhältnissen das ordentlich. Mein Knie stößt zwar hier an der Mittelkonsole an, das passt aber, weil es glatt ist und da gibt es keine scharfen Kanten, also das wird auch auf Dauer nichts. Links habe ich genügend Platz, die Armauflage ist angenehm, hier auch für die rechte Hand, da fühlt sich alles wirklich sehr wohl. Das ist schön auf den Fahrer ausorientiert, das gucken wir uns aber gleich nochmal an. Das Lenkrad ist natürlich in Höhe und Tiefe ausreichend weit verstellbar. Auch beim Sitz, da haben wir genügend Möglichkeiten, hier mit der Kopfstütze noch zu arbeiten. Wir können die Kopfstütze genügend hochstellen. Wir haben hier ein Glasdach verbaut, also ich habe noch ungefähr eine Faust Platz nach oben mit meinen 1,78. Ja, wer breiter ist als meine Wenigkeit von der Statur, der könnte mit den Sportsitzen so ein bisschen hadern, denn die sind durchaus etwas enger geschnitten, allerdings nicht so eng, wie sie noch im Einser davor waren. Das muss man klar sagen. Sie sind schon etwas bequemer. Ich finde allerdings, die Sitzfläche ist etwas zu kurz geraten. Selbst mit der ausziehbaren Schenkelauflage finde ich diese Sitzfläche etwas zu kurz. Ja, ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns jetzt den Innenraum an und bevor es dann losgeht auf die Piste mit dem 320 Diesel. Wir kommen hier im Innenraum vom BMW 320D der Modellgeneration 7 oder intern auch G20 genannt. Schauen wir uns das Ganze doch mal an, was sich hier drinnen so verändert hat. Was wir als erstes sehen, ist, wir gucken jetzt optional auf das neue volldigitale Kombi-Instrument. BMW nennt es BMW Live Cockpit Professional. Das Ganze kostet auch, sagen wir mal, so gut 3.000 Euro Aufpreis.
ist natürlich so eine Geschichte, ob man das investieren möchte. Ich persönlich finde die Ansicht, die hier drinnen gewählt ist, ganz okay. Dennoch muss ich zugeben, ich persönlich hätte lieber runde Tuben oder aber eine Möglichkeit, mir hier Rundinstrumente anzeigen zu lassen, was leider nicht möglich ist. Es bleibt weiter bei diesen Halbkreisen. Bei der rechten Seite, wo wir den Drehzahlmesser haben, der läuft entgegen des Uhrzeigersinns. Persönlich finde ich das komisch. Kennt man so eigentlich schon mal von Peugeot, hatte man da aber dann verteufelt in der Presse. Fand ich nicht so schlimm, ist aber jetzt auch nicht etwas, was ich besonders toll hervorhebe. Auch diese komischen Halbzeiger gefallen mir nicht sonderlich. Ich weiß nicht, ich hätte da lieber die Möglichkeit wie bei Audi oder aber bei Mercedes, mir da ein mehr Individualität hineinzustellen zu können. Über den Bordcomputer hier links kann ich dann bestimmte Parameter in der rechten Hälfte abrufen. Das ist ganz nett. In der Mitte habe ich dann auch noch einen Kartenausschnitt. Übrigens, wer sich wundert, warum da unten dann steht, dass da die Batterie zu ersetzen ist, das liegt an dem Telematik-Service, der hier von Sixt verbaut wurde. Leider nicht sonderlich gut gelöst. So, gut gelöst ist dafür dieses schöne Lederlenkrad, was wir haben. Das fühlt sich wirklich gut an, liegt gut in der Hand. Ich persönlich würde trotzdem das M-Lederlenkrad empfehlen. Schaut nochmal optisch besser aus, kostet einen geringen Aufpreis und hat einen schönen dickeren Lederlenkranz. Das fühlt sich dann einfach nochmal besser an. Dennoch, die Bedienung hier ganz gut. Wir haben jetzt englische Tasten, muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Ist jetzt nicht dramatisch. Wir haben hier kein ACC, das sieht man hier, sonst wären hier noch die Abstandszeichen drauf gemalt. Dann haben wir hier tatsächlich die Einstellung für die Audiobedienung oder Sprachbedienung. Der BMW hört auch jetzt auf seine Sprachkommandos wie Hey BMW, dann kann man den Assistenten tatsächlich nutzen, wenn er eingestellt ist und ihn nach Point of Interests abfragen oder ähnliches. Dann haben wir das Navigationssystem Professional mit dem Live Cockpit Professional auch gleich dabei. Real-Time Traffic Information, was wir hier sehen, anhand der grün eingezeichneten Illumination. Dann haben wir hier die Direktwahltasten, die wir eingeben können. Ist ganz nett, können wir auch individuell anpassen, genauso wie wir diese Widgets hier so anpassen können. Das dürfen wir sozusagen uns so anpassen, wie es uns beliebt. Darunter das neue Klimabedienteil, was BMW jetzt verbaut, mit einem kleinen Display. Finde ich ganz schön gelöst, sieht ganz nett aus. Hätte man aber auch nicht machen müssen, hätte meiner Meinung nach auch ein normales Klimabedienteil getan. Die Sitzheizung haben wir hier in 3 Stufen für Fahrer und Beifahrer. Insgesamt wirklich sehr intuitiv zu bedienen, freut mich. Darunter haben wir dann die Schnellwahltasten, wo wir individuelle Funktionen abspeichern können. Hervorragend gelöst. Wir haben auch hier noch einen schönen Drehregler für die Lautstärke oder das Muten. Dann haben wir hier unten hinter einer Blende, die man hier schließen kann, die Wireless Charging Station für das Smartphone. Liegt sehr gut, schön gummiert. Da rutscht auch das Smartphone nicht hin und her und der Ladevorgang wird auch nicht abgebrochen. Dann haben wir hier noch einen USB-A-Anschluss für Apple CarPlay-Anbindung. Android Auto gibt es hier nicht, sondern lediglich CarPlay. Dann haben wir hier die Möglichkeit, noch 2 Cupholder zu installieren. Auch ein 12-Volt-Buchse haben wir hier noch. Dann hier in der Mitte spielt sich das Ganze alles, was zum Fahren oder zur Bedienung noch angeht. Der neue Automatikknauf. Ich persönlich mag ihn nicht sonderlich gerne von der Haptik. Das hätte man nicht unbedingt aus komplettem Kunststoff machen können. Hätte man ein bisschen besser machen können. Egal. Dennoch insgesamt ganz gut. Man braucht auch keinen größeren Stick mehr. Handfläche kann gut abgelegt werden, ohne dass was kaputt geht. Dann haben wir hier die Bedienung für die Traktionskontrolle und das Stabilitätssystem, dann den Parkassistenten, dann können wir hier noch die Start-Stopp-Automatik deaktivieren. Dann starten wir hier, das ist ein bisschen ungewohnt, weil normalerweise war der ja hinter dem Lenkrad positioniert. Dann die Fahrprogramme Sport, Komfort, Eco Pro. Oder aber wenn wir ein adaptives Fahrwerk haben, dann haben wir natürlich noch etwas erweiterte Funktionen. Auto-Hold-Funktion, die elektrische Parkbremse und der iDrive-Controller. Insgesamt auch mit Touch-Funktion, da kann man dann natürlich auch die Buchstaben dementsprechend draufmalen für die Eingabe von Zielen. Dann haben wir hier hinten die Armauflage. Sehr, sehr schön, passt auch wirklich gut, da kann man dann die Arme schön hinlegen. Dann ist das auch sehr, sehr groß, das Ablagefach. Wir haben übrigens da unten noch einen USB-C-Anschluss. Finde ich auch sehr, sehr gut, dass man da mittlerweile schnellere Anschlüsse hat. Dennoch braucht man in den meisten Fällen noch wohl Adapter. Dann sehen wir hier
die neuen Sportsitze nochmal. Insgesamt, wie gesagt, sehr guter Reisekomfort, dennoch etwas zu kurz geratene Sitzfläche trotz der ausziehbaren Schenkelauflage hier. Wir haben da unten natürlich dann das Handschuhfach angebracht. Das Handschuhfach ist eher klein dimensioniert, da passt auch nicht so viel rein. In die Türen passen eine große Wasserflasche von 1 Liter rein und noch ein bisschen Krimskrams, also Ablagefächer so lala bei BMW, wie immer, wie man es gewohnt ist. Die Rundumsicht persönlich finde ich eher gut geraten, also da gibt es keine Probleme. Die Kopfstützen kann man noch umlegen, dann gibt es da auch keine Sichtbarriere. Hier oben haben wir übrigens noch angebracht den Notrufknopf für das automatische Notrufsystem, was hier immer an Bord ist. Ja, ansonsten würde ich einfach mal sagen, alles schnieke, tolle Verarbeitung übrigens, ein deutlicher Schritt, was die Materialien so angeht, gegenüber dem Vorgänger, der eher billig wirkte dagegen. Man schließt jetzt hier so qualitativ mal wieder an dem Vorvorgänger an, also an dem BMW E90. Daumen nach oben. Ein BMW soll fahren wie ein BMW. Komisches Credo, komischer Slogan, komischer Anspruch, aber wer BMW fährt und BMW gefahren hat früher, der weiß, was gemeint ist. Ein BMW der Dreierreihe war und stand immer dafür, ein nicht komfortabel orientiert sein zu wollendes Fahrzeug, sondern ein Fahrzeug, was für den Fahrer gemacht ist. Der Fahrer sollte die sogenannte Freude am Fahren erleben. Und die Freude am Fahren hat BMW in einer Dynamik ausgelebt, und zwar einer querdynamischen Auslegung des Fahrzeugs. Natürlich längsdynamisch nach vorne muss da auch gehen, ganz klar. Aber dennoch war grundsätzlich, selbst wenn man einen 316i damals gefahren hat, dann war man meist sehr, sehr flott unterwegs, weil man eben auf kurveligen, winkligen Straßen das Quäntchen mehr aus dem Fahrwerk rausholen konnte als in den Mitbewerbern. BMW hat dann mit Einführung des F30, also dem Vorgänger des jetzt hier gefahrenen Dreiers, irgendwann so ein bisschen den Faden verloren. Man hat dann gemeint, man müsse vielleicht die Kundschaft von Mercedes zu sich holen. Während Mercedes sportlicher geworden ist, würde BMW dann wieder den Komfortaspekt mehr herausarbeiten. Und der F30 war dann ein sehr entkoppeltes Fahrzeug. Bis zum Facelift, da hat man es dann wieder ein bisschen überarbeitet. Jetzt hat BMW aber versprochen, mit dem G20 zurück zu alter Stärke zu kommen, den Fahrer wieder mehr in das Geschehen einzubinden und ihm einfach auch mehr Feedback zu geben und den Wagen auch eben handlicher werden zu lassen. Und was ist jetzt tatsächlich in der Praxis passiert? Überraschung! BMW hat es tatsächlich geschafft, den neuen Dreier wirklich handlicher werden zu lassen. Der Fahrer sitzt hier schön in das Fahrzeug integriert. Das ist noch ein Stück zum Fahrer alles wieder orientiert. Es passt alles. Man fühlt sich in das Fahrzeug integriert. Auch das Fahrwerk hat tatsächlich jetzt den Touch, wieder sehr leichtfüßig zu wirken. Die Lenkung ist super schön direkt, leider aber gefühllos. Die Standardlenkung tatsächlich lässt es an Gefühl zur Straße den Kontakt einfach vermissen. Man merkt zwar, jeder Lenkbefehl wird toll umgesetzt, sehr direkt, aber dennoch so ein bisschen dieses Lenkgefühl, wenn man dann tatsächlich am Lenkrad arbeitet, gerade auf verwinkelten Landstraßen, wo man den Wagen schön dank Fahrwerk positionieren kann. Das Heck dreht sich ein bisschen mit ein, das passt wunderbar. Der Grenzbereich liegt sehr, sehr hoch, selbst mit diesen schmalen 16 Zoll Rädern, die wir hier drauf haben. Und da kommt dann so ein bisschen der Fahraspekt wieder, oder kommt wieder dieser fahrdynamische Aspekt zum Tragen, den BMW früher verkörpert hat. Und das lässt mich auch freuen. Dennoch hat BMW es ein bisschen mit der Härte übertrieben. Insgesamt werden hier nämlich die Stöße sehr direkt an den Fahrer auch weitergeleitet. Vor allem so kurze Stöße, so Querfugen, die schlagen doch relativ deutlich durch. Gut aber, man hat die akustische Dämmung des Fahrwerks oder auch gesamte akustische Dämmung auch vom Motor hervorragend hinbekommen. Man hört von dem 14er Diesel kaum etwas. Der ist perfekt weggedämmt, lediglich beim Ausdrehen knurrt er dann noch ein bisschen. Das Nageln hört man nur noch im Stand so ein bisschen. Und ansonsten auch beim Fahrwerk ist es so. Das Fahrwerk hört man nur wirklich noch auf sehr schlechten Straßen, wenn viel gearbeitet werden muss. Ansonsten ist das auch komplett beruhigt worden hier im Innenraum.
Lediglich Windgeräusche hat BMW tatsächlich nicht so in den Griff bekommen, denn ab 120 wird es dann merklich lauter, aber es gibt eine optionale Akustikverglasung, die sollte man also auf alle Fälle nehmen für den Dreier. Auf alle Fälle nehmen sollte man zudem auch den Antrieb. Der 320D ist schlicht und ergreifend die eierlegende Wollmilchsau. Ja, das sage ich tatsächlich so bewusst, denn der Motor bietet mit seinen 190 PS und 400 Newtonmetern mehr als ausreichend Kraft und Kraftreserve. Auf der Landstraße sind Überholvorgänge gar kein Problem, auf der Autobahn bis zu 240 Stundenkilometer schnell und in 6,8 Sekunden geht der 320D auf 100, trotz rund 1,6 Tonnen. Sehr, sehr beachtlich, würde ich sagen. Und dabei bleibt der Verbrauch super knausrig mit gerade mal knapp über 5 Litern im Test, was ich hier gefahren bin. Wer möchte, kann den Wagen auch ganz locker unter die 5-Liter-Marke bringen, ohne sich hier zu verbiegen. Erst wer sich wirklich verbiegt und meint, er muss hier einen absoluten Verbrauchsrekord fahren, der schafft 3, Leute, 3,x Liter für eine Mittelklasse-Limousine. Da soll mir noch mal einer was sagen, dass der Diesel nicht wirtschaftlich wäre. Ja, wir sind angekommen am Ende von diesem Review und die Fahrt mit dem BMW 320D ist ebenfalls gleich vorbei für mich. Ich muss zugeben, mir hat der 320D durchaus gefallen. Er setzt neue Akzente im Bereich Haptik, Infotainment. Das ist wirklich sehr, sehr gut, was BMW da bietet. Wenn auch ich persönlich die alten Tuben-Design so ein bisschen gerne zurück hätte für beim digitalen Kombi-Instrument. Ansonsten der Motor super sparsam, super agil. Das Fahrwerk sehr, sehr schön und handlich. Lenkung allerdings ein Tick zu synthetisch. Ansonsten kommt der BMW endlich zur alten Stärke zurück. Der Vorgänger hat mir persönlich leider gar nicht gefallen. Da gab es viel zu viel billige Anmutung im Innenraum. Das ist jetzt größtenteils weggekommen beim neuen. Mir persönlich gefällt er also insgesamt ganz gut. Bei 45.000 Euro rund geht es los mit dem 320D und Automatikgetriebe als Advantage. Jetzt kommt natürlich die große Frage dazu, ja, was braucht man alles noch an Ausstattungslinien oder Ausstattungsvarianten? Ich würde wahrscheinlich immer die Sportline nehmen, da sind die Sportsitze schon drin, die auf alle Fälle mitzunehmen sind. Das adaptive LED-Licht ist gut, darf man auch nicht vergessen, wer das Laserlicht möchte. Es gibt das erweiterte Kombi-Instrument. Das ist immer so eine Frage, was man alles da noch mit rein konfigurieren möchte. Ich persönlich denke, bei 60.000 Euro landet man sehr, sehr schnell, das sehr, sehr viel ist für so eine Mittelklasse-Limousine. Dennoch, man bekommt hier wirklich ein tolles, grundsolides Auto. Da würde ich einfach mal sagen, toll gemacht BMW, wirklich schön. Nur an der Front müsst ihr bitte dringend noch arbeiten und diese Nieren müssen auch wieder schöner werden. Jetzt ist die Frage aber da draußen. Ich hoffe, es war schön für euch, das Video zu schauen. Wenn ja, Abo nicht vergessen. Daumen nach oben. Jetzt möchte ich euch da draußen fragen, welcher ist euer Lieblingsdreier? Warum ist er das? Und wie findet ihr die neueste Variante? Schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst uns diskutieren. Ich würde mich freuen. Noch einen schönen Tag und sag Tschüss und Servus, euer Ubi.